Ja, Kompositionen gibt es nicht nur in der Musik, sondern auch in der Softwaretechnik, also bei den Design Patterns. Und wie das Composition Pattern funktioniert, seht ihr in diesem Video. Sehen wir uns die Praxis vom Composite Pattern an. Das Design Pattern ist eine Komposition oder bildet eine Komposition ab, also Objekte irgendwie zusammengefasst. Das heißt ein Strukturpattern. Und diesmal kurz gezeigt in einem klassischen Beispiel. Und zwar haben wir etwas, das wir zeichnen können. Und zwar ein Rectangle. Ja, wir zeichnen in der Konsole und damit das Zeichnen nicht so mühsam ist, machen wir einfach Console Write Line, Hallo Rectangle oder so in der Art. Gut, dann wollen wir einen Kreis zeichnen können, also einen Circle. Und von mir aus auch noch eine Line. So, da das alles grafische Elemente sind und diese alle gemeinsam bearbeitet werden können, machen wir eine Basisklasse, die nennen wir Shape. Na, machen wir das Pattern ganz wie es gehört. Wir machen eine Group, in der wir gruppieren wollen. Und dann machen wir noch ein Interface. iShape. Ja, eine Shape ist alles, was wir irgendwie zeichnen können. So. Also, wir haben hier eine Shape. Und in diesem Shape-Interface sagen wir, okay, alles, was ein Shape ist, kann sich zeichnen. Draw. So, jetzt hat natürlich eine Line ist ein Shape. Also implementieren wir auch dieses Interface. Drawing Line. Und ähnlich machen wir es beim Rechteck. Und ähnlich machen wir es beim Circle. So, durch dieses Interface können wir nun diese einzelnen Objekte in beispielsweise ein gemeinsames Array geben. iShape. MyShapes ist gleich New Shape Array. Und da gebe ich rein jetzt ein New Rectangle, ein New Circle. Ein New Line. Ja, und jetzt kann ich sagen, okay, for each shape in my shapes, shape.draw. Und wir werden sehen, dass natürlich jetzt als erstes das Rechteck, dann der Kreis und dann die Linie ausgegeben wird. Wunderbar. So, das Design Pattern sagt jetzt, führt etwas ein, und zwar eine Gruppe schlussendlich. Und diese Gruppe hat folgendes, sie hat eine List von iShape, also alles was ein Shape ist, kann diese Gruppe verwenden. Shapes, eine New List von Shape, iShape. Dann brauchen wir natürlich eine Add-Methode, Void Add iShape Shape. Eine Remove-Methode. Wir brauchen oder wir wollen einen Indexer zur Verfügung stellen, int index shape shapes an der Stelle index. So, also dieses this, dieser Indexer ermöglicht genau so einen Zugriff bei unserer Gruppe. So, und damit das Ganze jetzt auch irgendwie nett ist, ist auch die Gruppe ein iShape. Und dadurch, dass wir auch die Gruppe iShape machen, haben wir jetzt die Draw-Methode zu implementieren. Und da geben wir einfach heraus Drawing Group. Und jetzt kommt die Magie, so trivial wie sie ist.
Also die Gruppe zeichnet nicht nur sich, sondern auch alle Kinder, die die Gruppe hat. Also for each shape in shapes, shape draw. Und jetzt haben wir eine Struktur gebaut, die es erlaubt, sozusagen Elemente zu gruppieren. Also hier, das haben wir ja schon, Rechteck, Circle, Line. Und jetzt machen wir Folgendes, wir machen hier noch zusätzlich eine Gruppe rein. Wir machen hier eine Group, My Group ist New Group. Und in diese My Group geben wir rein, add ein New Rectangle und My Group.add New Circle. Und jetzt geben wir diese Gruppe, My Group, ebenfalls in die Liste der Shapes rein. Also in dieses Array, das besteht jetzt aus einem Rechteck, einem Circle, einer Linie und einer Gruppe. Und die Gruppe wiederum besteht aus Rechteck und Kreis. Und jetzt sehen wir, Drawing a Rectangle, dann der Circle, dann Line. Und jetzt kommt die Gruppe und die Gruppe besteht aus Rectangle und Circle. Also dieses Composite Pattern heißt eigentlich nichts anderes wie eine Gruppierungsmöglichkeit. Und das Nette ist, eine Gruppierungsmöglichkeit auf sich selbst. Das heißt, da auch die Gruppe selbst ein iShape ist und Shapes verwalten kann, kann die Gruppe auch wiederum eigene Gruppen beinhalten. Also wir könnten hier sagen, Group, my group 2 ist gleich new group. Und jetzt kann ich sagen, mygroup.add und ich kann auch die Gruppe 2 hinzufügen. Das ist ein Verweis mehr oder weniger auf sich selbst oder auf das gemeinsame Interface. Und dadurch können wir beliebige Hierarchien jetzt darstellen. Also wir können Gruppen gruppieren und in die Gruppen naive Elemente reingeben oder auch wieder gesamte Gruppen reingeben. Also das ist jetzt die Variante so mit dem Interface. Wie das Composite Pattern funktioniert. Also wir haben ein Shape oder wir haben ein Interface und wir haben einzelne Elemente, die dieses Interface implementieren und dann haben wir auch eine Composition, eine Gruppe, ja, das heißt, die Klasse heißt auch oft Composition, eine Composition, die ebenfalls das Interface implementiert und viele Elemente vom Interface aufnehmen kann. Mehr ist es eigentlich nicht, aber das könnte man auch ein bisschen anders implementieren. Viele von euch werden sich da schon gedacht haben, irgendwie mit dem Interface würde ich möglicherweise anders machen und auch das sehen wir uns jetzt nochmal kurz an. Wir machen wieder eine Console Application, wir machen Composite Projekt, wir sagen, du bist das Starter Projekt und in diesem Composite Projekt machen wir jetzt eine neue Klasse und zwar eine Klasse Shape. Und diese Klasse mache ich abstrakt, mache eine Public List von Shape draus, Childs, das sind meine Kinder. Ja, also ich selbst kann wieder Kinder haben, das ist so ähnlich wie die Gruppe sozusagen. Und jetzt mache ich eine Public Void Draw Methode. Und in dieser Draw Methode sage ich for each child, war child in childs child draw und damit das draw auch gut funktioniert und von den Kindern überschrieben werden muss, aber sinnvoll, mache ich eine protected Methode, abstrakt soll sie sein, damit sie überschrieben werden muss, do draw, ja. Und in diesem draw rufen wir dieses do draw auf. Also zeichne mich selbst und wenn ich Kinder habe, zeichne auch noch alle Kinder. Und dadurch habe ich eigentlich die Gruppe implementiert, aber gleichzeitig als Basisklasse. Und wenn ich jetzt hier das Rectangle hätte, Rectangle, dann leitet dieses von Shape ab. Das heißt, das Rechteck ist jetzt nicht nur ein Rechteck, sondern gleichzeitig eine Gruppe, die Kinderelemente beinhalten kann. So, Generate Overrides,
from them. Do draw wollte ich nur haben. So, console right line rectangle. So, jetzt mache ich noch ein zweites. Wieder unseren Circle. Der Circle ist ebenfalls ein Shape. Und hier sagen wir Implement Abstract Class. Brauchen wir nicht fächern. Console right line Circle. Und noch eine mit Line. Dann ist das Trio komplett. Shape, Implement Abstract Class, Pfeilchen, Console Right Line, Line. So, und im Program Test, also jedes dieser Elemente, das wir hier hatten, ist nun automatisch auch ein Shape und implementiert sozusagen die Gruppenfunktionalität. Das heißt, ich kann machen Rectangle. My rect is new rectangle. Dieses, in diesem Rechteck, my rect child add new circle. Ja, ich kann in dieses Rechteck einen Kreis reingeben. Warum? Weil ein Kreis die Basisklasse shape implementiert. Ich kann auch sagen line my line my rect.child.add New Line, ich kann natürlich auch eine Line reingeben. Ich kann natürlich auch sagen, okay, my rect, nein, Rectangle, my rect 2 ist gleich New Rectangle und kann sagen, my rect child add my rect 2 und in diesen my rect 2 kann ich auch wieder Elemente reingeben. New Circle. Also es pflanzt sich immer sofort. Wenn ich hier jetzt Play drücke, ja, dann werden wir nichts haben, weil wir das Draw nicht aufgerufen haben. Also, my rect draw. So, das heißt, er wird zeichnen Rechteck, dann wird er zeichnen die Kinder, also Circle und Line, dann wird er zeichnen dieses Kind Rectangle und dann wird er das Kind dieses Kindes zeichnen, da das immer so rekursiv nach unten geht sozusagen und da ist wieder Circle drin. Ja, also so funktioniert das Composite Pattern. Einmal, wenn wir direkt von der Shape sozusagen erben oder von der Gruppe erben und auch jedes Element automatisch die Gruppenfunktionalität hat oder eben mit Interface, das einfach nur die klassische Funktionalität hat und die Gruppenklasse als eigene Implementierung. Je nachdem, was man braucht, was für den Anwendungsfall am besten ist. So, und jetzt noch ein Beispiel, wie wird es in .NET Framework bereits irgendwo gemacht und unterstützt das Thema. Wo sehen wir das eigentlich? Und dazu kurz eine Windows Form App erstellt. Wenn es denn findet. Oh, da war schon Windows. Wo ist es? WPF, Windows Form Application, .NET Framework. Na gut, sei es drum, nehmen wir halt .NET Framework, egal. Will ja nur das Composite Pattern zeigen. So, und wir haben hier ein Formular, ein Form. Und wenn wir uns das ansehen, ist das Form ein Container Control. Und ein Container Control beinhaltet ein Scroll. Erbt vom Scroll-Able-Control und dieses Scroll-Able-Control erbt von Control. Und jetzt wird es interessant, denn ein Control, wenn wir uns das anschauen mit F12, go to definition. Ein Control hat ein Parent, wer ist mein übergeordnetes Element, aber es hat auch, wenn ich es finde, eine Collection Controls hier. Es ist eine Control Collection. Ja. Gets the collection of controls contained within the control. Das heißt, ein Control hat selbst wiederum, eine Control Collection besteht ja aus Controls. Ja. Control, add range, add, clear. Das ist die Gruppe. Das heißt, das Control selbst implementiert die Gruppenfunktionalität oder die Control Collection besser gesagt.
implementiert diese Gruppenfunktionalität. Und ein Control hat eben diese Eigenschaft Controls, wo die Gruppenvariante gleich vorhanden ist und implementiert somit das Composite Pattern, denn jedes Steuerelement, sowohl das Formular als auch beispielsweise ein Panel oder eine Groupbox oder ein Button, das sind alles, Controls, das heißt, die erben alle von Control. Und da die alle von Control erben, heißt das auch gleichzeitig, dass sie alle diese Eigenschaft Controls haben und somit auch als Container fungieren können. Möglicherweise hat sie eine oder andere überschrieben, aber und wirft eine Exception, aber grundsätzlich ist das so. Das heißt, in diesem Form können wir draufgeben, das sind die Controls, jetzt habe ich ein Panel draufgezogen, das Panel ist in dieser Controls Collection drinnen. Aber das Panel selbst ist auch wieder ein Control und kann Controls beinhalten, also zum Beispiel ein weiteres Panel. Und dieses wiederum eine Groupbox. Ja, und dieses, diese Elemente einen, zum Beispiel dieses Panel einen Button. Das heißt, das Form beinhaltet das Panel hat als Childs wieder sowohl dieses zweite Panel als auch den Button, dieses zweite die Groupbox. Und das ist die Composite Pattern. Denn wenn die Form sagt, ich zeichne mich, dann zeichnen sich alle mit. Wenn sich eine Position verschiebt, dann ist das immer relativ und die Kinder werden mitgenommen. Die Idee des Composite Patterns ist, dass wir eigentlich durch die Gruppierung auf die Gruppe eine Operation anwenden können, die einfach an alle Kinder in der ganzen Hierarchie delegiert wird. Das ist dann der große Vorteil, dass Schnittstellen sehr kurz werden. Dass wir nicht immer über Collections und über Hierarchien drüber iterieren müssen, sondern einfach eine Methode aufrufen und die Komposition delegiert das selbstständig nach unten. Also, das ein kleines praktisches Anwendungsgebiet in der Oberflächenprogrammierung, wo das ständig der Fall ist, das Composite Pattern, aber auch in anderen Varianten, kann man sich das gut überlegen, wie man, wo man ein Composite Pattern einbaut. Viel Spaß beim selber Programmieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.